Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, Schlacht von Gettysburg, 2. Juli 1863. Die meisten unserer Reserven sind im Einsatz zur Verteidigung unserer linken Flanke und Corps Hill ist beinahe ohne Verteidigung. Nur die Reserven unseres ersten Korps bewachen derzeit die Befestigung. Obwohl wir den Hügel stark befestigt haben, ist er jetzt angreifbar. Eine Attacke von Ewells Korps, der den ganzen Tag Täuschungsmanöver durchgeführt hat. Wahrscheinlich wird er die Offensive starten. Ja, die Division ist auf Banner Hill verschanzt und wartet auf eine Gelegenheit zum Angriff. Johnsons Division ist frisch und hat gestern nicht gekämpft. Sie zieht los, um Corps Hill auf dieser Seite anzugreifen. Wir haben momentan zu wenig Truppen, um den Hügel zu verteidigen. Alle anderen Streitkräfte sind am Cemetery Hill und an der linken Flanke im Einsatz. Scheiße. Mein Kaffee ist leer. Ah, ich habe jetzt eh schon zu viel Kaffee getrunken. Unsere Brigaden unseres Verstärkungen dritten Korps werden entsandt, um uns zu helfen. Sie werden bald auf diese Richtung eintreffen. Das heißt, wir müssen aushalten. General, wir sollten uns auch darum sorgen, dass Sie einen opportunistischen Angriff auf Clementary Hill starten könnten. Wenn wir einen dieser Hügel verlieren, verlieren wir die Schlacht. Viel Glück. Also wir dürfen beide Hügel nicht verlieren. So, und dann machen wir mal auf Pause. Ich habe auch heute Hummeln hinterm Popo bei der Schlacht hier. Kennt ihr das? Es ist Schnupper gerade, was? Die Nachbarn, weil bei uns ist ja gerade das Küchenfenster auf und mein Arbeitszimmer ist quasi parallel auf der anderen Seite von einem Küchenfenster. Und hier zieht gerade ein leckerer Keks- oder Kuchenduft rein. Kennt ihr das? Oh, ist das ätzend. Da kriegt man ja Hunger auf Kuchen. Oh, elende Nachbarn. Hügel, 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 ja, Hügel. Ich weiß nicht, darauf schießen. Können ja hier die Truppen ein bisschen aufteilen. Ich hätte gerne hier welche, falls sie entweder hier rüber kommen und es versuchen zu knacken oder. Wenn sie hier angreifen, können wir schön von der Seite. Das finde ich geil. Das finde ich gut. So, da sind Positionen auch. Was sind das für hässliche Ecken? Da will doch kein Mensch essen, kämpfen. Die lassen wir auch weg. Ja, hier ist eigentlich ganz schön schwach, finde ich, auf der Brust. Aber lassen wir mal so. Vor allem Peabody gefällt mir da eigentlich gar nicht auf der Ecke. Mal gucken, wenn da was von hinten kommt, muss Peabody weg. Huge! Die Hügel halten. Wo geht ein Lane hin? Das sind zu viele Leute, oder? Du, wir brauchen nicht auf Leute schießen, die in Deckung sind. Da sparen wir uns lieber die Munition. Was ist das denn gerade? Da seitlich kommt doch schon mal was. Da dürft ihr drauf schießen. Komm, das wird lustig. Das wird schön. Hier, da drauf feuern. Na, da kommt ja einiges. Ich zoome ein bisschen raus. Ich schicke Lane mal hier vor. Das ist hier eine tote Ecke, die könnt ihr knicken. Das ist Müll. Weil, wenn der drauf schießt auf die Ecke, schießt er dahinter. Das ist der letzte Scheiß. So. Ja, wir haben hier fast ein. Oh, wir kriegen Verstärkung. Du, 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 du. Geh mal in den Wald rein. Wenn da nichts ist, können wir hier schön von hinten angreifen. Das wird ein Fest. So, du kommst mal seitlich.
Du bleibst eigentlich mal bei deinen Truppen. Nein, falschen Typen erwischt. Hier, du bleibst bei deinen Truppen. Kanonen bleiben auch da, wo sie sind. Munitionswagen ziehe ich mir mal in die Sicherheit. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Kavallerie mal nach da hinten. Hier Einheiten nach da hinten. Alter, du sollst da... Halt, du Idiot! Aber ein bisschen doof. Ziehen zurück. Wines. Ja gut, ein bisschen Reserve brauchen wir hier auch. Ich bin nur mal interessiert, was da so im Wald ist. Also echt, ich bin da mal interessiert. Wenn da nichts ist, dann haben wir gleich hier Spaß. Dann wird das nämlich unser Wald. McKellen zu den Leuten. Da können wir hier nämlich ein schönes Sandwich basteln. Und Ewell wird nach Hause gehen. Und weinen. Bei Mama. Oh, ich ziehe ein bisschen zurück. Ach komm, die Kanone lassen wir auch nochmal schön seitlich draufholzen. Die Kavallerie weiter vor. Und den General hinterher. Oh, was ist das denn da? Halt, du Kanone! Feuer! Komm mal, wir müssen zurück auf die Insel. Das ist mir ein bisschen zu irre. Ich glaube, da ist wirklich nichts. Ah, das ist gut. Ich glaube, ich ziehe die Kanonen hier ab. Pack sie hier ins Zentrum auf dem Hügel. Die bleiben mal hier schön dort. Und er sieht hier rein gar nichts. Gehen wir auf den nächsten. Sandwich Party! Jeha! Schweinebacke! Komm mal weiter an den Rand, Leonard. Hast du nur 100 Deckung und halt, Feuer. So, die Leute sind ja nach da gerichtet, ne? Die machen mal einen Ausfall. Du deckst mir bitte die Seite da ab. Ah, war nur so eine Idee. Aber hier hinten überhaupt Munition? Nö. So, dann. Gehen wir mal dahin als Reserve. Damit wir sie ja auch seitlich und von hinten und so schön beschießen können. Haben wir hier Root Dual City, komm. Hier ist irgendwie eine Lücke. Ah, ich habe keine Reserve. Naja, läuft schon. Ich
Ich hätte gerne hier die Sandwich. Ja, genau. Da kommt dann Stuart ran, das ist gut. Und er muss sterben. Die Kavallerie will ich dann jetzt nicht abziehen. Komm weiter, komm weiter. Der muss weg. So, Kanone, Feuer einstellen. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier einen nach dem anderen hier rauskriegen. Der muss echt gucken, wo jetzt der Typ hinläuft. Weil den kriegen wir wieder in den Rücken rein. Den will ich nicht in den Rücken haben. Ich muss sie gleich zurückziehen. Gleich hinterher. Dass Jones auch noch läuft. Ich will die Kavallerie. Der Jäger muss da sterben. Ja, er rennt weg und wird dann nebenbei ein bisschen, ja, angeschossen, gekillt. Schön. Haltet die Linie. Haltet die Linie. Da ist gerade ein General verschwunden. Ewells ist tot. Ey, Leonard, halt die Mauern, du Idiot. Der General ist gerade verstorben. Das ist ja geil. Wir haben den General gekillt. So. Wir müssen jetzt aber mal die anderen Jäger killen hier. Verdammte Scheiße. Sonst ist unser General noch tot. Charge! Weiter! Also schießen, schießen. Zu den da. Ihr dürft auch nicht schießen. Weiter auf die draufballern. So, ich schicke euch da auch nochmal hinterher, dass der nächste auch läuft. Kommst du da ran? Ich warte mal, bis er dran ist und dann kommt er von hinten. Ja, wobei der Walker mich jetzt stört. Hier ist auch wieder keiner an den Mauern. Warum? Habe ich mich da vorhin verklickt? Die haben aufgegeben. Fantastisch. Dann kommt mal hierher. Ihr dürft hierhin zurück. Und die Kavallerie muss wieder hierhin. Also, dass ich hier Leute rumgeschickt habe, das war echt cool. Ich traue sie jetzt bloß nicht über den Fluss, weil Walker wird dann drauf schießen und die richtig eliminieren. Da habe ich sowas von keinen Bock, aber wenn Williams läuft, bin ich auch glücklich. Und ich wette mit euch, die machen auch nochmal gleich so eine Art Generalangriff. Oh, 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 feindliche Kavallerie, zurück, 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 zurückfallen. Männer, halten! Tenet, los! Und hold! So. Der Punkt ist nämlich zu schön, um ihn aufzugeben. Wir bleiben mal hier so ein bisschen im Wald. Und ihn ziehe ich mal zurück. Hast gut gekämpft. Lassen wir sie mal wieder hier an den Fluss rankommen. Ich hoffe nur, dass das waren hier keine Vorboten, dass das ja einfach nur jetzt einfach ein bisschen Kavallerieeinheit war. Und das war's.
So, ich sag mal Feuer einstellen, nicht, dass jetzt die sinnlos weiterballert. Feuer einstellen. Polk, bisschen weiter in die zurück. Jetzt haben wir gleich kein Supply. So, sind wir mal mutig. Laufen nochmal mit der Kavallerie vor. Nur mal kurz Hallo sagen. Wir nur wissen, ob das jetzt mehr Einheiten waren. Und zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Trauen sich nicht. Komm, 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 komm. Oh doch, da. Gut, das sind auf jeden Fall die beiden Kavallerieeinheiten. Dann bringe ich meine erstmal in Sicherheit. Die haben seitlich Kanonen da. Okay, kann ich mit leben. Aber ich will diese Position dann noch behalten. Leichte Verluste, aber gute Wirkung gehabt. Also ich hätte sie noch nicht sofort angreifen sollen. Ich hätte warten müssen, bis die Einheiten zurücklaufen, nämlich in diese Richtung. Und dann hätte ich sie von hier angreifen sollen. Aber ich war zu gierig. Ich war zu gierig und wollte sie weghaben. Ja, Supply. Warum sind Supplies hier so weit vor? Wollen die mir da meine Kavallerie rauslocken? Weil die kennen mich wahrscheinlich mit meiner Spielweise. Oh, hier der Heinrich, der liebt ja Supplies. Wir packen mal Supplies für seine Verteidigung. Da wird er bestimmt rauskommen. Da werden wir niederschießen. Aber nicht heute. Nicht heute. Heute falle ich nicht drauf rein. Ja, hier, hin und her, hin und her. Supplies, hin und her. Ja, Supply hat schon eine Wirkung auf mich. Ah, diese schönen Kutschen, diese Rundungen. Oh. Ich hätte euch so gern, aber nein, heute bleibt stark. Ich muss stark bleiben. Nein, nein, ich lasse Supplies. Ich spule ein bisschen vor, weil passiert ja gar nichts. So, der nächste Tag. Surprise, es kommt noch ein Tag. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ach du Schitte, Schitte, Schitte. Ja. Ja. Ja, mein Phytoskop besteht ja aus nicht vielen Einheiten und das fünfte ist auch ein Witz. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, auch ein paar Leute ranzukriegen. Scheiße. Schlacht von Gettysburg. 3. Juli 1863. Wir haben Corps Hill gestern heldenhaft gehalten. Unsere Soldaten haben unermüdlich an der Brustwehr gearbeitet, um die Verteidigung des Hügels zu verstärken. Mehrere Brigaden unserer Verstärkung des 3. Korps sind an den Arbeiten beteiligt und machen den Hügel zu einer unüberwindbaren Stellung. Die Rebellen geben jedoch nicht auf. Sie bereiten sich darauf vor, heute Morgen erneut anzugreifen. Mit zusätzlichen Streitkräften. Oh. Ich hoffe, das ist der letzte Tag. Ich wollte nicht so viele Gettysburg-Videos machen. Das war jetzt nicht so mein Ziel. General Corps Hill wird heute Morgen erneut angegriffen. Wir müssen den Hügel um jeden Preis halten, sonst verlieren wir die Schlacht. Ach, das war's schon. Und Pause. Ach, jetzt haben wir nur so einen kleinen Umriss. Och Mann, das ist, finde ich, fuck eng, Alter. Ich hätte die Leute hier übernachten lassen. Dann wäre jetzt das hier nicht passiert. Ich hätte die Leute hier nicht zurückgezogen. Wir hatten da verdammte vier Brigaden. Vier Brigaden, ein General. Die hätten das Ding gehalten. Die hätten das Ding gehalten. Die hätten das hier platt gemacht. Und jetzt steht hier diese Scheiße hier. Oh, das ärgert mich. Das nervt mich manchmal in diesem Spiel. Dermaßen. Das glaubt ihr ja gar nicht. Da scheiße ich doch auf den Hügel, Mann. Das ist eine super Position. Denn wenn sie den Hügel angreifen, können wir von hinten kommen. Aber nein. Fickt euch. Ja, eine Kavallerie packe ich genau dorthin. Ey, sind wir hier bei Game of Thrones oder was? Was soll denn da die Kavallerie machen?
Raucht ihr oder was? Ja, es sind hier zu viele Leute. Genau, es sind nämlich die Leute, die mich da hinten stehen müssen. So. Kommt wieder hierher. Weil hinten stehen sie nicht in Deckung, da sind sie scheiße. Guck gerade, das ist hier die Zug, wird als erster laufen, das weiß ich jetzt schon. Weil 1200 ist nicht viel. Eine hätte man vielleicht doch da lassen sollen, aber scheiß der Hund drauf. Ich will meinen Wald wieder haben, verdammt. Versuch's auch wieder. Aber wir brauchen da nicht zwei Generäle. Ein bisschen zu viel. Einer reicht, der da die Position hält. Wir kommen ein bisschen weiter in die Mitte. Damit alle was abkriegen. Von deinem Charme. So, Kavallerie, komm hier rum. So, mit den Kanonen können wir mal zentrales Feuer auf Union machen. Reserve für Zug eigentlich nicht. Außer hier oben. Einen können wir jetzt nicht austauschen. Wenn wir den nämlich jetzt austauschen, dann laufen die erst recht los. Aber da sind ganz viele kleine scheiß Jägereinheiten. Gut, komm mal hierher. Kavallerie brauche ich. Greift an. Peabody, was ist denn los, du Idiot? General, wir brauchen hier Motivation. McKellen. Das sind so viele Jäger, das glaubt ihr ja gar nicht. Attacke. Katze. Ja, ich weiß, mit Aufmerksamkeit, aber hier wird gerade geschlachtet. So, komm mal zurück. Wir haben irgendwie 45 Gefangene, 95, das interessiert mich aber gerade nicht sehr viel. Nein, Katze, das ist ein Mikro. So, weiter vorrücken. Ah, ich habe gerade nur eine Hand frei, das ist auch doof. Pfeiltasten gehen auf. Haha. Ich hatte die Katze gerade im Arm. Und Pause, 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 Pause. Das ist nämlich genau das, was... Ja, Katze, es ist das Mikro. Das finden die alle toll, wenn du mit deinem Kopf an dem Mikro stößt. Das mögen die alle. Das finden die alle toll. Hast du gut gemacht. So. Fantastisch. Weiter ran, weiter ran, weiter. Oh, jetzt wird die Katze weg. Oh. Grant kommt. Katze, ich habe gerade keine Zeit für dich. Unsere Reserve ist angekommen. Yeehaw, Motherfucker. So. Grant, das ist nicht so gut, was du da machst. So, dann nehme ich nochmal 2000 Mann. Pack sie da nochmal in die Reserve. So, Kanone kann gleich hier stehen bleiben. Kanone kann hier stehen bleiben. Kanone kann hier stehen bleiben.
Oh ja, schön seitlich weghauen. Die Schweine. Jetzt haben wir quasi ein Déjà-vu-Erlebnis. Nur eine Person? Ich wollte hier alle haben. Geh mal her. So, Katze ist nicht hinterm Stuhl, ist runtergegangen. Wunderbar. Ah, die ist gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet. Die Katze. Feuer auf Daniels. So. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Das ist mein Hügel hier, Schweinefall. So, Schwitzer, hältst da mal die Richtung. Wood geht einfach an die Seite. Ihr braucht gar nicht so weit laufen. Ich glaube, ihr könnt einfach euch hier hinstellen. So, dann brauchen wir erstmal die Katze. Ich muss gleich gucken. Okay, die ist bei Mathilde auf der Tastatur. Okay. Jetzt ist sie wieder runter. Jetzt hat sie so ein Haargummi. Oh Gott, ey, ich brauche eine Katzencam, ey. Oh nee, da sieht ihr die Unordnung hier. Das wollen wir lieber auch nicht. So. Leonard, abrücken. Nach vorne. Jetzt machen wir das blutige Sandwich hier. Kommen wir nach vorne. Ich will euch zerquetschen wie die kleine Magen. So, da gibt es eine Wanderung, aber ich hoffe eine blutige. Blutige, schöne Nase. Haha. So, und das nächste Mal, wenn die wieder hier gleich Unterstützung kriegen, ziehen wir hier einfach die Truppen wieder zurück oder in den Wald seitlich. So, dass sie wieder kommen und Spaß haben. Das machen wir jetzt auch. Euch drei. Kommt zurück. Und du brauchst nicht laufen, du kannst gehen. So, dann hatten wir ja Zug. Zug kann sich da hinstellen. Und dann sollten wir hier alles so ein bisschen bemannt haben, ne? Munitionswagen, Munitionswagen ist hier, genau, zentral. Mal gucken. Er ist nicht getarnt, er muss weiter zurück. Alle müssen getarnt sein, da am Hügel. Damit die wieder kommen. Hier machen wir so einen schönen Aderlass. Ein bisschen vor. Ah ja, den Trupp habe ich ein bisschen ausgerüstet. Und mir fällt gerade auf, oder ein. Wir haben eine Kavallerie, ne? Wo ist sie denn? Guck mal weiter vorne, was ist da hinten los? Jetzt haben wir den ganzen Rotz ja hier. Ach komm, Leonard, es tut mir leid, aber stell dich mal wieder dahin. Wir müssen mal wieder ein bisschen Einheiten schubsen. Ist nix. Komm mal hier rüber.
Ja, da laufen sie. Schau mal an. Jetzt sind wir mal mutig. Und Kavallerie zurück, zurück, zurück. Lassen doch Einheiten. Den Phelps auch gleich zurückziehen. Der O'Neill kommt. Lee's Cavalry wurde gesichtet. Da hinten rechts, das ist doof. Kommt zurück, kommt zurück. Wir brauchen hier Truppen. Ah, das war's. So, Bayard hat aufgegeben. Na, scheiße. Das war jetzt Pech. Ich bin mal gespannt, ob die Kavallerie ankommt. Darum positioniere ich gerade meine Leute dementsprechend. Warte mal, einer kann ja hier so rum. Du, laufen. Hier hin. So, noch mal ein Stück nach vorne. Wir müssen die hier ein bisschen anlocken, damit Leonard die schön seitlich wegschießen kann. Ja, das war's. Nein, halt, 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 falscher Trupp. Das passiert mir jetzt irgendwie zu häufiger. Bei der Schlacht. Ja, sonst wird er noch hier mehr verlieren, das macht keinen Sinn. Könnte sie hier noch mehr wegdrücken, indem ich hier die Einheiten da abziehe und da wegmache. Aber ich lasse sie lieber, weil ich habe das Gefühl, dass die Schlacht noch nicht vorbei ist und wir jetzt demnächst hier hinten oder weiter rechts irgendwo links oder rechts weiter kämpfen. Weil ich glaube nicht, dass das schon alles war hier bei Gettysburg. Definitiv nicht. Ach, was wieder dieser Trupp hier auffällt, dass er jetzt hier steht, ist reiner Zufall. Ich habe den immer alle nochmal schön auf 2500 Leute aufgerüstet. Den habe ich sogar Veteranen gegönnt, das war mir jetzt scheißegal. Bloß bei den Waffen, man hat noch keine guten Waffen gekriegt, da hatte ich keine Lust, mich weiter mit zu beschäftigen. Aber für die Einheit war ich kurz im Lager und habe die, ja, ein bisschen aufgestockt. Hätte ich mal vielleicht bei allen machen sollen, aber... Die Einheit hat es auf jeden Fall verdient. Alter, guck dann, 4000. Huhu. Jetzt diese Runde 4000? Letztes Mal haben die auch schon 2500 platt gemacht. Das ist ein Killertrupp, ist das. Oder zählt das für die komplette Schlacht? Ja, das kann ich mir vorstellen. Mal gucken, wer am nächsten Tag da auch wieder 4000 steht.
Dann wissen wir ja, dass das durchgezogen wird. Schwung mal vor. Ja, da haben sich gerade die Jäger verabschiedet. Jones ist auch kurz vorm Gehen und Neil überlegt sich das noch ganz kurz. Ja, und jetzt sind es schon zu weniger als 2000. Noch mal was zu machen, ne? Knackt er noch die 5000? Nein, ich glaube nicht, das sind jetzt nur noch ein paar Sekunden. So, die Konfigurierten bereiten sich auf einen Frontalangriff vor. Ja. Das ist ja fein. Oh. Ich überlege gerade, wie viele Videos habe ich jetzt von der Schlacht gemacht? Eigentlich könnte man wieder hier schöne Pause machen. Aber das ist, das fand ich cool hier mit der Situation. Das ist, nice. So, Lee hat unsere linke Flanke und rechte angegriffen. Wir haben allen Widrigkeiten zum Trotz die Stellung gehalten. Wir haben eine exzellente Verteidigungsposition und sind auf dem kommenden Frontalangriff bestmöglich vorbereitet. Es ist offensichtlich, dass die Konföderierten mobil machen, um ihr Zentrum anzugreifen. Sie sammeln ihre Artillerie, um uns zu bombardieren. Pickets frische Division wurde bei der Positionierung hinter Cemetery Wright gesehen. Stuarts Kavallerie erschien sehr spät auf dem Schlachtfeld und wurde gesichtet. Wie sie wahrscheinlich in dem Versuch, uns in die Flanke zu fallen, nach Osten marschiert ist. Unsere Reserven wurden entsandt, um sich dieser Bedrohung anzunehmen. Jetzt müssen wir uns auf die Verteidigung konzentrieren. Unsere Flanken sind gesichert. Und wir müssen uns auf ihren kommenden selbstmörderischen Angriff vorbereiten. Das klingt nach dem letzten Akt. So, Start. Wir haben Cemetery Hill so gut befestigt, dass ein Frontalangriff dort nicht zu erwarten ist. Diese Absicht von Cemetery Wright bietet aufgrund der Steinmauer bedeutenden Schutz für Soldaten. Ich überlege gerade, ich habe doch Gettysburg vor ein paar Monaten gesehen. Da sind die doch quer über dem Feld, 2 Kilometer auf die Stellung der Union zugerannt. Ich wette mit euch, das wird hier der Fall sein. Die werden hier kommen. Der südliche Abschnitt des Hügels ist nicht so stark befestigt, aber das offene Gelände davor kann zu einer tödlichen Falle für den Feind werden. Aber das scheint so. Obwohl es nicht, sich nicht empfiehlt, haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Gegenangriff, während der Feind uns nicht erwartet. Außerdem können wir ihr Hauptquartier auf Cemetery Wright einnehmen. Das würde ausreichen, um heute den Sieg zu beanspruchen. General, Sie entscheiden, was für die Armee am besten ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ratsam wäre, den Feind anzugreifen. Im Gegenteil. Wir werden ihn zermürben, indem er uns quasi angreift. Ah, wir müssen die Position einnehmen. Und mindestens ein Siegbedingungen müssen alle erfüllt sein. Weniger als 55% der eigenen Armee verlieren. Ach du Scheiße. Achso, das ist Cemetery Hill.
Seminary White. Aber Seminary White müssen wir auch halten. Ja. Hier steht Siegbedingungen, Siegbedingungen. Es gibt zwei Siegbedingungen. Tja. Ich will den Hügel da nicht. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Gucken wir mal, was wir hier erstmal machen können. So, das ist schon mal scheiße. Der muss dahin. Yield kann sich da im Gebäude verteidigen. Dann den hätte ich da hingesetzt. Blume für das dazwischen. Du kommst mal dahin. Und, boah, keine Ahnung. Den Namen kann man gar nicht aussprechen. Puiuiuiui. Also viele Leute hier, das glaubt ihr ja gar nicht. Das ist ja richtig viel, was wir hier haben. Ja, ich packe ihn ein bisschen zurück. Mal gucken, was kommt. Oh shit, das Video geht zu lang. Ja, ich mach nochmal. Wir machen hier mal kurz einen Break. Weiß nicht, wie lange jetzt hier das noch geht. Wir fangen ja erst an. Dabei wahrscheinlich die Position nicht einnehmen wird, der Tag wird nächsten Tag noch weitergehen. Darum mache ich jetzt nochmal einen Break und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.